Hi und herzlich willkommen, Leute, hier zurück bei der Comi Plays, die Adventure Pals. Habe ich Let's Play gesagt? Ist egal. Beim Stream von den Adventure Pals. So, erstmal alles zumachen. Aber der. Stimmt, der Vater wollte ja irgendwie wieder zurückkommen. Du bist mein, nicht mein Sohn, mein Billy. Hat Stabby Hands, er ist ein Hero. Deine neuen Füße sind ekelhaft absorbierend? Neue Füße? Neue Füße. Ah. Sticker-Paket. Ich habe mich schon gewundert, wo die restlichen sind. Zombie. Oh, er hat immer noch. Er ist zur Hälfte immer noch ein Hotdog. Oh. Oh well. Nicht mein Problem. Na, wollen wir jetzt mal probieren. 5 Runden. Okay. Fünf Runden mit Blitzschaden. Runde 1. Die haben wir aber beim letzten Mal, glaube ich, auch noch geschafft. Und dann kam Runde 2 und dann... Das alles schon viel zu ätzend. Leute mit Blitzen und Schilden und so. Da wurde es dann nicht mehr witzig. Oh. Du bist doch nur traurig, dass es dann keinen Stein mehr gibt. Gib's doch einfach zu. Obwohl ich ja schon gespannt bin auf die Reaktion auf unser, nennen wir es mal vorsichtig, Geheimprojekt. Die Arena ist einfacher, als ich dachte. Beim letzten Mal war die... Also als wir das erste Mal hier reingegangen sind, war das deutlich anstrengender. Runde 3. Gecrashed. Ach, vermutlich wird die letzte Arena richtig kacke. Irgendwie sowas. Ich find's schon schade, aber hey, wenigstens wieder ein Projekt fertig. Projekte fertig haben ist immer gut. Da bin ich dann zumindest glücklich drüber. Machen können sie aber immer noch gut. Die Gegner und Würstchen und Hotdogs sind sowieso. Traumatisiert! Siege eine Arena oder schlage eine Arena, mach eine fertig. Ja, wenn ich zurückdenke an. Ion Live, wo ich dann ein bisschen pissig wurde, dass quasi es irgendwie so gar nicht ankam, ist das schon besser hier. Wobei ich auch immer noch sagen muss, es kam nicht so gut an, dass ich den DLC gekauft hätte. Insofern, Gucken wir mal einmal. Ja, ja, schön, schön. Lass uns einmal in Treeville reingucken, ob da noch was Neues ist. Was ist eigentlich mit meinem Speck? Krieg immer noch keinen Speck. High on Life hatte definitiv DLC, ja. Hieß dann High on Knife?
Und man konnte da, oder man hätte nochmal einen neuen Planeten gehabt zum Erkunden. Knifey hätte ein Kettensägen-Upgrade bekommen. Man hätte Kenny verloren, was so ein weirder Zusatzeffekt wäre. Also man hätte eine andere Pistole bekommen. Aber ja. Kostet, glaube ich, irgendwie 14 Euro oder so und ist spielzeittechnisch echt wenig. You shall not pass! Aber ich wollte... Schweig, Sterblicher! Niemand kommt an Skeletrix vorbei. Ja. Ich werde dann einfach mal an dir vorbeigehen, okay, Buddy? Nein! Musst du Fleisch bezahlen? Ich brauche mein Fleisch. Fleisch oder kein Deal? Oh, jetzt kommt der Speck. Jetzt kommt der Speck. Entweder das oder wir opfern das ganze Schwein. Aber ja, das habe ich mir auch gedacht. Ist irgendwie schon relativ viel Kohle für... Ich glaube, 2-3 Stunden. Die hat unter Umständen zwar einen zweiten Teil an, aber... Ahaha. Speck, er ist frei. Das sind meine zwei Lieblingsdinge. Gib her. Heck her. Speck! Naja. Aber jedenfalls so viel dazu. Das habe ich dann halt nicht mehr gemacht. Theoretisch wäre es auch mal wieder so das typische, wenn mir mal langweilig wäre, weil ich keine Spiele mehr habe. Aber wann kommt das mal vor, ne? Yes, Speck. Yep. Oh, wow. Ich sehe unglaublich aus. Ich bin so hübsch. Ja. Kannst du mal für immer. Der mächtige Schmied. Aber da ist nichts. Die Arena lebt. Ist auch nicht unbedingt gut. Aber egal, rein da. Stimmt, Lady Gaga mit dem Fleischanzug, ne? Ja, ja. Also man merkt doch die Level-Ups. Ist schon krass. Wie gesagt, die erste Arena damals hat uns ja wirklich den Hintern versohlt und jetzt geht man hier so mal eben locker wirklich rein. Bäh. Lifesteal hilft ja auch. Au. Plus die zwei Heil-Items, die ich habe. Nicht zu viel. Ich meine, war es jemals ein Souls? Wenn ich den mal treffen könnte, dieses dämliche fliegende Würstchen. Auch mal wieder so ein Satz, wo ich nie gesagt hätte, dass ich den sagen würde, aber meine Güte. Ja, gut, wenn man nach dem Internet geht, die alle mal... Das Souls-like der Adventure-Pals, ja, ja. Lächerlich ewig. Okay. Hab eh unendlich davon, warum also nicht einfach nutzen? Krieg da sogar noch einen Trank umsonst. Sehr schön. Fertig.
Sticker! Uns fehlen aber auch noch zwei Rubine. Ne, nicht Rubine, Cupcakes. Das könnte einfach für Newground stehen. Entweder das oder ein Panzerspiel, logischerweise. Abenteuer komplett. Lady Gaga tanzt weiter vor sich hin. Einmal trotzdem die Städte abgrasen, mal gucken. Tränke kaufen sowieso. Sind sie nicht alle ein bisschen weird? Ah, oh, stimmt. Ne, doch, hier gab es eine Stadt. Hier gibt es eine Stadt und es gibt das Ding da. Ah, guck mal, Papa Stein hat was zu sagen. Obwohl es wahrscheinlich einfach nur, dass wir nochmal jammen können, ja. Nochmal eine Runde jammen, ja. Warum nicht? Was passiert denn, wenn ich komplett versage? Wie wär's damit? You lose. Ah, okay. Wie langweilig. Einmal auf in die Stadt. Wenn da nichts mehr ist. What? Zumindest haben wir uns was zu sagen. Ja, ich habe eine Arena erledigt. War total dope. Ja. Yeah. Etwas geben, was heute Morgen angespült wurde. Super. Hey, ein Sticker. Okay. Okay. Achso, wir können wählen. Ah. Captain Dickimu. Ich erinnere mich. Oh, okay, ja, das war dann definitiv ein hübscher Popo. Ja, erzählt euch mal einfach ein hier. Guter Hut, wo hast du ihn her? Ha. Er hat dem auch nicht zugehört, sehr gut. Der will mich heiraten? Sie ist für Rootbier. Hallo Silva, hallo Nikita. Also nehmen wir Rootbier. Ja. Meine Stimme ab, das wird wohl nicht zu viel ändern. Keine Bärte, glaube ich. Dicker. Seite 2 auch vollständig. Eis. Haben wir jemals Sushi-Giraffe? Jetzt mal, die sind jetzt alle betrunken. Ja. Ich meine, das. Ich meine, das Hotdog-Ding im Kopf habe ich gesehen, aber. Oh,
Und ja, Bärte sind cool. Er hatte gerade beim Sprechen wieder sein Bart, aber warum reitet er auf einer nackten Person? Was zum Henker? Zu den Shamers. Okay. Kommt mir merkwürdig bekannt vor, der Name, aber ich wüsste auch nichts drüber. Oder hätte auch nichts drüber gewusst, bis du es erklärt hast. Auf zur nächsten Arena. Arena! Braucht man sich wenigstens keine Namen merken und alle sofort wieder sterben. Arena. Stimmt, die explodierten so. Hm. Und eins, done. Been there, done that. Ah. Ah, oh, nein, nicht Bean. Nicht Bean. Au. Eiskalt von der Plattform geflogen, aber egal. Blitze und Bienen. Okay. Runde 3, done. Gab es nicht den kompletten Dingens da mit dem übervorsichtigen Held? Ist das nicht quasi genau dasselbe? Okay, dann nicht. Ja, Bomben. Bomben gehen immer. Sag ich doch, Bomben gehen immer. Da liegen noch mehr Bomben. Bomben hier, Bomben da, Bomben Kamehameha. Ja. Ja. Yeah. Nicht Bienen. Nicht noch mehr Bienen. Nein, nicht die Bombe. Die Bombe, danke. Ah, da ging man halt verpfiffen, ist doch traurig. Was für eine Welt leben war denn, in der ich Heiltränke benutzen muss bei Dinos? Ah. Yay. Bin ich hingeguckt, aber wir haben das komische Würstchen Mannequin da bekommen, nehme ich an. Yay! Eine Dino da oben sieht sehr glücklich aus. Weiß sogar. Und dann einmal ein Mini. Dann gehen wir mal hier. Außerdem
Ich nehme mal an, das ist nur Marmelade, aber das lässt diesen Toast hier sehr gruselig aussehen. Immer noch das traurige Töstlein mitten in der... Naja. Lava-Einöde. Immer noch merkwürdig, dass hier Benzin rumliegt, was ich nicht mitnehmen kann. Hier ist anscheinend eine Katze gestorben. Traurig. Ihr habt nichts mehr zu sagen, aber du wackelst sehr interessant mit dem Hintern. Fisch wird gesucht. Meinst du, der Toast sieht noch gut aus? Ich weiß ja nicht. Da war nichts los. Ab nach Ubertown. Irgendwas Interessantes hier noch los? Irgendeiner, der mit mir reden will? Nein? Okay. Oh, da fällt mir ein. Wir waren nicht beim Leuchtturm. Glaube ich. Glaube nicht. Aber auch hier hat keiner was zu sagen. Wie langweilig. Okay. Krablantes. Arena von Krablantes. Yo. Das sieht nicht schön aus. Außerdem weiß ich nicht, warum hier die Brust-Mannequin-Flaggen hängen, aber gut. Runde 1. Ah. Runde 2. Critical Damage. Ich hasse euch Würstchen Laser Leute so richtig. Gott. Die hasse ich auch. Ah. Wenn wir schon mal dabei sind. Klebebombe.
Okay. Lebt hier noch irgendwas? Habe ich das Spiel wieder kaputt gemacht? So habe ich so ein Talent, Spiele kaputt zu machen. Ja, da oben werde ich nicht hochkommen. Okay. Einmal ein Spiel einfach spielen, ohne dass ich irgendwie irgendwas kaputt mache oder kaputtes erlebe. Okay. Ah, diesmal beschwöre ich wieder Schildkröten. Cool. Schildkrötenkinder, redet und staunet. Ja, das war's mit Schildkrötenkindern. Oh ja. Naja, theoretisch halt das wahre Ende, sprich das, was ich nicht gezeigt habe. Wäre aus meiner Sicht das quasi beste Ende, wenn man so will. Kommt natürlich drauf an, für welchen Charakter man rootet, aber ne, dann wäre zumindest Pinocchio frei. Sophia ist frei und mehr oder minder am Leben. Das hat schon so seine Vor- und Nachteile. Mal und dann okay, Runde 5, das ist gut. Gute Wahl, die Klebebombe. Ich muss die meisten Kommentare noch lesen, weil ich jetzt halt mit dem Geheimprojekt aufnahmetechnisch zu tun habe, aber... Ah, das ist aus Sushi Cat. Das kenne ich sogar noch. Naja, dann dürfte dir ja das Ende aus dem Vorteil, also 33, nicht gefallen, weil da ist Vinini tot durch unsere eigene Hand. Überhaupt nicht gut. Nee, dafür ist sie zu normal, Katze. Das Geheimprojekt bist du schon gespannt, Silva. Ja, das ist dann
Ja, die Augen sind nicht groß genug. Das kommt halt erst nächstes Jahr, sonst hätte ich heute schon hochgeladen. Ich gönne halt vor allen Dingen Liam so ein bisschen Vorlauf. Na stimmt, das hier haben wir gemacht, aber man kann ja nochmal gucken gehen. Mir fehlen halt noch zwei Cupcakes, ich muss gleich echt googeln. Ja, Sonntag ist Heiligabend. Quatsch, nein, 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 nein. Ein Level spielen hier, nein, 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 nein. Irgendwas Neues hier, irgendwas Cooles. Nein. Aber sein Gesicht finde ich immer noch verstörend. Was sind die Königin, haben wir auch befreit, aber die rennt hier nicht rum. Hm. Deswegen hoffe ich mal, es ist zumindest so gegen 1. Januar, 2. irgendwie sowas um den Dreh fertig. Damit ich dann anfangen kann, wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber das größere Problem für mich ist eigentlich die Tatsache, dass ich zum Aufnehmen aus bestimmten Gründen nur noch Zeit habe bis zum 12.01. Relativ gesagt zumindest. Und wenn nicht, habe ich aber auch noch andere Projekte, die ich anderweitig reinschieben kann. Oh, da lebt tatsächlich eine Katze. Wie schön. Ich bezweifle, dass da unten noch was ist, weil wir da schon mal waren. Aber ja, ich gehe nochmal gucken. Ach, der Koi hat sich gefreut, dass wir hier einen gespielt haben mit ihm in der Hauptrolle. Passt doch. Der beste Stein, den ein Adventure-Pair je haben konnte. So, letzte Arena und dann muss ich mal gucken, ob wir irgendwas noch machen müssen vor dem finalen Bosskampf. Ohne Platin gehe ich aus diesem Stream nicht raus. Außer bei Powerwash habe ich aufgegeben. Da kam ja nichts. Scheiß Powerwash. Ja, oder so. Die Koi, die einfach aus dem Himmel da holt und damit umbringt. Das ist richtig gut. Würde halt echt nie machen, damit ich auf die Fresse kriege, aber ist unterhaltsam. Ja. Witzig. Es gibt theoretisch noch ein Projekt, was ich irgendwann mal entweder auf den Kanal bringen will oder halt im Stream. Und zwar das Smelter. Aus dem einfachen Grund, dass da auch die Platin komplett verbuggt war für mich. Und ich es halt gerne nochmal versuchen würde. Weil das Spiel als solches gar nicht schlecht ist. Aber naja. Lauf, kleines Zauberwürstchen, lauf. Ja, lauf weg. Eigentlich die beste Arena, ne? Weil keiner mehr zuguckt. Die alle tot sind da oben. Au.
Nein, keine Ahnung. Also ich habe eine Menge gesehen im PSN, aber gestern nicht mehr. Was ist denn da so schönes? Gollum? Oder... Jetzt wollte ich Donkey Kong sagen. King Kong? Masupidami, yay. Das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Wenn es jetzt Hugo gewesen wäre, hätte ich die Freude ja verstanden. So ein bisschen. Letzte Arena-Runde. Und Schildkrötenschaden. Ja, ja. Bist du tot? Schwertkunst! Mache alle Arenen fertig. Yay. Machst du Pilamis? Ja. Okay, nein, das Ding da sagt mir überhaupt nichts. Hexe wüsste das bestimmt wieder, aber ich nicht. Aber warum erinnert mich das wieder an einen Clown? Willkommen zurück von der Toilette. Ich google gerade nach einem Guide, weil jetzt fehlen noch... Ich glaube, ein Sticker ist es jetzt noch und zwei Cupcakes. Okay, also den letzten Sticker bekommen wir durch den letzten Bosskampf. Fein. Damit kann ich arbeiten. Haben wir. Kommt noch. Haben wir. Ja, sterben. Sterben muss ich auch noch machen. Für sowas wäre eine Webcam geil, ne? Weil man dann sehen würde, wie ich einfach nur doof auf mein Handy starre. Leute suchen einen Cupcake, aber theoretisch alle Levels und die drei, die da rumlaufen. Ja, seien wir mal ehrlich, wenn ich ein Webcam aufstellen will, das ist wirklich keiner, der das sehen will.
Auch so ein Grund, warum ich keine habe. Da haben wir alles. Es gibt allerdings Free Roam, wenn wir fertig sind. Also theoretisch kann ich auch dann weitermachen, aber gucken wir erstmal, ob ich hier vielleicht die Cupcakes irgendwo finde. Mehr oder minder einmal über lang gelaufen sein. Dann geht das schon. Vielleicht hat er irgendeinen nicht gespeichert, als ich mal lang gelaufen bin. Aber ich sehe es kommen. Es wird bei mir verbuggt sein und es fehlt ein Cupcake. Beziehungsweise zwei. Also hier ist nichts. Fangen wir mal wieder bei 1 an. Ich fände das nicht witzig, aber es würde mich halt in letzter Zeit nicht wundern. Achso, das war der Bosskampf, der Übergabeort da. Ein Cupcake verpasst, sehr gut. Okay, ein Cupcake gefunden. Haben wir alle. Fehlt noch ein Cupcake. Hab nicht geguckt. Da haben wir alle. Alles schön, schön, schön. Und da haben wir ihn. Hey, Koi hat nicht zu lachen, denn wir haben alle Cupcakes. Hey! Der letzte Hut. Komm schon, Katze, gib mir was Gutes. Ach, eine Krone. Nice. Yay. Ihr dürft wählen, was soll Koi sein für den letzten Part. Wir haben Sushi-Rolle, Pinguin, Lego-Block, Löwending, Pac-Man-Geist, Katze, Giraffen-Fan, Ritter, Pizza, Top-Pflanze, Dino, Akku. 3, 2, 1, stimmen jetzt. Pizza. Mein Silver kann eh nicht schreiben. Coin wird's egal sein. Pizza, es ist. Oh, Moment, ich kann's auch ausmachen. Nein, das wollte ich nicht. Zurück zur Pizza. Pizza folgt dem König. Gut, dann müssen wir nur noch Boss besiegen, Stickeralbum freimachen und danach muss ich 9-mal sterben gehen. Wo es fast einfacher wäre, ein neues Spiel zu starten. Fast. Oh, yeah. Mit dem Upidupi habe ich ein Monster geschaffen, das Freundschaft töten kann. Oh, nein. Es ist... ein Upi Dupi, nein! Das ist ein riesiges Hotdog-Ding-Teil, was mich sehr an den einen Boss aus Super Meat Boy erinnert. Der in der Hölle.
Würde eigentlich nur richtig cool ihn da platt machen, aber nein, er gießt den Stachel ab. Au. Geht zumindest richtig hier was ab, wa? Mach ich damit überhaupt Schaden? Keine Ahnung. Ich glaube ja nicht. Das sieht nicht schön aus. Nice to meet you. Hey. Das arme Upidupi steuert den nicht, aber er ist der Akku für das Teil, ja. Ah, mein Papa. Yay. Hot Dog Papa! Ah. Es ist so rührend. Hallöchen Liam, willkommen zum Waldende. Papa! Stein! Und Papa und Giraffe! Ja! Gruppenkuscheln! Wie schön! Und deswegen habe ich tatsächlich wieder Bescheid gegeben, dass ich streame. Aber böses Twitch. Und mein Hut. Yay. Miss Mr. B immer noch stoppen, okay. Machen wir jetzt also einen auf Star Fox. Oh wow, gibt mir doch noch mehr Gesundheitsdinger hier. Hallo Mr. B. Ja. Ist halt schlecht, dass ich unverwundbar sein kann, ne? Aber er ist ein Super Saiyajin. Also ich glaube ja, unser Main Character ist, was weiß ich, so um die 16. Und die Eltern sind deutlich älter. Ah nein. Wir haben Goldfisch. Ist der Goldfisch jetzt ein neuer Pal oder esse ich ihn einfach? Lese ich gerade die Erinnerung des Fisches. Hat Mr. B den Fisch gesweet-talkt? Also ist der Fisch eigentlich böse? Oh mein Gott, der Fisch ist ein Arschloch!
Das war kein Koi, das ist nur ein Goldfisch. Das letzte Hoffen, dass es ein Sequel gibt. Die Adventure Pearl 2. Ah, ich muss den Müll wieder rausbringen. Ja, das ist alles an einem Tag passiert. Es gab keine Nacht. Es wäre dazu vergessen. Mr. B liebt sogar auch, komm, guck an. Siehst du, da steht sogar, es ist ein Goldfisch. Du kannst nicht aus jedem Fisch einen Koi machen. Keine Ahnung, wo das herkommt. Finish the game. Yeah. Na, Secret Bait? Komm schon, gib mir Secret Bait. Komm schon. Ja! Haha, Sequel Bait. Sequel Bait. Tja, dann müssen wir beim nächsten Mal Adventure Pearl 2 spielen, was es noch nicht gibt. Goldfisch und Koi sind vereint. Ja, richtig. Mrs. Sparkles. Oder einfach nur Sparkles war es, glaube ich. Sparkles ist eine gute Giraffe. Gut. Wenn die Credits durch sind, ich möchte das so durchlaufen lassen, weil ich das Spiel ehren möchte, weil ich hatte Spaß. Die meisten von euch hatten Spaß. Da lasse ich so durchlaufen, auch wenn das Buried You Nintendo Impact Gaming. What? Das klingt nach YouTuber. Und wenn die durch sind, dann starten wir noch mal rein. Wahrscheinlich Level 1. Dann verbrauche ich alle Potions. Und dann gehen wir wieder in Level 1 rein. Ich töte mich ein paar Millionen Mal, um genau zu sein, 8 Mal noch. Und dann wird meine letzte Trophäe sein, stirb 9 Mal. Was irgendwie weird ist. Und dann
fangen wir das nächste Projekt an, worauf ich lange, lange spekuliert habe. In dem Wissen, dass es nicht sehr gut sein wird. Aber ich werde fabulous aussehen in dem Spiel. Oder so ähnlich. Und vermutlich werden es alle hassen, aber es ist egal. Wie hieß er denn? Badehose? Nude Gaming? Es ist nicht Kong. Und es ist auch nicht Gollum. Es ist auch nicht dieses neue Walking Dead Ding da. One Piece ist super geil. Ja, okay. Wobei, jetzt ist die Frage, heißt das, dass den Anime, der spielt was von One Piece, der liest den Manga live? My name is Lukas Vlad und ich will, dass mein Name in all die anderen reincrasht. Auch schön. Was macht denn der Basti so? Ah, One Piece Odyssey. Ja, das Spiel ist nicht so geil, das stimmt. So die erste Stunde oder zwei hatte ich Spaß dran. Und dann habe ich Auto kämpfen lassen, weil es ging. Und dann war irgendwann langweilig. Da ist Spakes the Dragon. Silent Sakura Girl Gamers GG. Das sind Namen teilweise. Basti ist also auch nicht so geil, weil er Minecraft spielt, alles klar. Zachary aka Derp Dino, das finde ich schön. Da sind sie wieder, die knusprigen Hintertaschen. Warum auch immer das Symbol existiert in diesem Spiel. Weird. Die Fortnite spielen sind auch nicht so sonderlich gut. Ja, wir können ruhig mit unserem Spiel loslegen. Dabei kam in dem Spiel selber gar nicht mal so viele Ärsche vor, ne? Level 1. Oh ja, jetzt müssen wir leider... Machst du viel Schaden? Ja, erstaunlich viel Schaden. Ich werde jetzt halt hier rumstehen, mich verprügeln lassen. Bis die 4 Potions weg sind. Oder 3 Potions. Immer noch 3 Potions? Das kann nicht sein. Eine noch, auf dem Ding. Kann den Zähler noch nicht zurücksetzen. Weird. Okay. Und jetzt muss ich allerdings das Level beenden. Weil der sonst, so wie ich es verstanden habe, mein Inventar zurücksetzt. Und das wäre unpraktisch. Da hätten wir nichts von. So. Ich glaube, das geht so. Was eine dämliche letzte Trophäe, aber ist egal. Nein, das geht doch nicht so. Okay. Beziehungsweise müsste ich wahrscheinlich die Welt einmal fertig machen oder einfach hier stehen und mich umbringen lassen. Was? Das stand irgendwie so da. Ist ja wurscht. Nicht mal sterben kann ich richtig. Wie in deinem Lieblings-LP Lies of P. Ist ja eigentlich schon witzig, wie du dich darüber beschwerst, dass ich da so selten sterbe. Irgendwie gefällt mir das. Oh nein.
Na, aber ich komme halt wieder mit den ganzen Heiltränken. Das ist unpraktisch. Na, schade, dass ich nie einen Preis abräumen werde, aber was soll's. Wäre eine Arena besser. Ah. Ja, ich dachte, man müsste nur den Ausgang schaffen, aber... Weil das da irgendwie so stand mit den Dingens da, mit, wir können es mal ausprobieren, damit es theoretisch hintenrum schneller geht. Oder einfach im zweiten Gebiet sterben und einfach nicht rausgehen, das könnte auch reichen. Oder dritten, je nachdem, wo in der Nähe ein Dingens ist. Sagte, ich sollte anfangen, Englisch zu LP'en, dann erreiche ich mehr Leute. Hier muss ich ja richtig Level spielen, bevor ein Gegner kommt. Da habe ich keine Lust drauf. Das ist kein gutes Level zum Sterben. Ist das eine Fallgrube? Nein, nicht so richtig. Allerdings sterbe ich theoretisch in 3 Versuchen. Nein Münzen. Ah, ich schaffe einfach diesen Sprung nicht. Er ist so schwer. Moment, habe ich schon wieder vier Heiltränke? Wo bin ich jetzt wiedergekommen? Wo habe ich den Heiltrank her? What the fuck? Da oben fliegt noch mein Geist. Sehr schön. Die resetten mich ernsthaft noch mit einem Heiltrank. Haben die nichts Besseres zu tun? Ich will doch nur in Ruhe und friedlich sterben. Unfassbar. Ich habe zwar nicht mitgezählt, aber das können ja jetzt nur noch 4-5 Mal sein, irgendwie so. Ja, 9 Mal ist definitiv zu oft. So schwer ist das Spiel dann halt auch nicht, ne? Allein die Tatsache, dass man wiederbelebt wird, ohne dass man was dafür tut, wenn man irgendeinen Heiltrank im Inventar hat, egal welchen. Oder dass man sich unsterblich machen kann. Ah, die Schatzfrau hat sich geändert, ne? Der stirbt uns so oft. Komm, wir geben ihm mal was Besseres in der Schatztruhe. Schildkröten! Yay! Neun Leben!